Krankheit wurde festgestellt bei einer ganz normalen Untersuchung. Ich hatte einen Check-up und dann hat der Arzt gesagt, meine Milz ist größer wie normal. Das fing an, dass ich, als ich Fußball gespielt habe, dass ich einfach nicht mehr so schnell sein konnte. Dann bin ich zu einem ganz normalen Arzt gegangen. Dieser hat dann aber auch Blut abgenommen und abends dann noch angerufen, dass ich mich ins Krankenhaus begeben sollte. Also ganz knallhart. Er sagte also, in Ihrem Stadium hier, dann ist das noch ein halbes Jahr und dann ist es das. Bei Ihnen wurde eine Bluterkrankung festgestellt, die durch Chemotherapie wahrscheinlich nicht geheilt werden kann. Die Stammzelltransplantation bietet Ihnen die Chance, wieder gesund zu werden. Bei der Stammzell- bzw. Knochenmarktransplantation handelt es sich um eine Behandlungsmethode, bei der sogenannte Stammzellen, die für die Produktion des Blutes verantwortlich sind, von einem Spender auf einen vorbehandelten Patienten übertragen werden. Der Erkrankte wird mit einer Chemo, eventuell auch mit einer Strahlentherapie behandelt. Dabei sollen möglichst viele bösartige Blutzellen abgetötet werden und das Immunsystem des Patienten wird kontrolliert geschwächt. So erhöhen sich die Chancen, dass die transplantierten Stammzellen nicht abgestoßen werden. Die neuen Zellen erkennen die bösartigen und beginnen selbige zu bekämpfen. Aber nicht immer können die neuen Zellen erkennen, welche die bösartigen sind, und rufen beim Patienten unerwünschte Nebenwirkungen, zum Beispiel bei Hautzellen, dem Darm oder der Leber, hervor. Hierfür sind vorbeugende Medikamente notwendig. Der Patient wird bei und nach der Transplantation durch Isolation, keimfreies Essen, Luftfilterung, hygienische Maßnahmen und medikamentöse Vorbeugung vor Infektionsrisiken besonders geschützt. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus besteht weiterhin die Gefahr von Infektionen, da sich das Immunsystem erst langsam stabilisiert. Wenn dieses Ziel erreicht ist, sind in bestimmten Intervallen weiterhin ärztliche Konsultationen wichtig. Der folgende Film soll Ihnen als Patient oder Angehörigen den Verlauf einer Stammzelltransplantation aufzeigen, Ihnen eine positive Einstellung zur Behandlung vermitteln und allen Beteiligten helfen, einen optimalen Heilungsverlauf zu erwirken. Ich bin Harald Bajerke und ich lebe. Unser Zentrum ist eines der erfahrensten in Europa. Seit 1990 haben wir über 2000 Patienten transplantiert. Nach einer ersten ärztlichen Konsultation in unserer Klinik können Sie sich nach ausführlicher Beratung mit Ihren Angehörigen für eine Stammzelltransplantation entscheiden. Ausführliche Informationsgespräche sind wichtig, um sich auf diese Therapie vorzubereiten. Haben Sie sich entschieden, beginnt Ihr Weg mit der Vorstellung in der Ambulanz. Hier werden alle wichtigen Daten und Unterlagen erfasst. Bringen Sie gerne eine Begleitperson mit. Die Stammzelltransplantation beginnt mit der Spendersuche, bei der wir Ihnen behilflich sind. Wenn Sie eine Stammzelltransplantation benötigen und keinen Familienspender haben, suchen wir weltweit, bis wir einen passenden Fremdspender gefunden haben. Ist ein passender Spender gefunden, beginnen zahlreiche Untersuchungen des Blutes, verschiedener Organe, der Atmungswege und der Zähne, um ein gesundheitliches Lagebild des Patienten zu bekommen. So werden anfallende Risiken während der Transplantation und der anschließenden Heilung reduziert. Nach Abschluss der Untersuchungen ergibt sich im gemeinsamen Gespräch ein genauer Verlauf der Stammzelltransplantation. Dann erfolgt die Aufnahme auf die Station. Hier werden Sie besonders beobachtet und betreut. Erschrecken Sie nicht vor den vielen technischen Geräten. Diese Messungen dienen Ihrer Sicherheit und sie sind die Grundlage für die erfolgreiche Chemotherapie. Die meiste Angst hatte ich vor der Chemotherapie. Aber am Ende habe ich mir dann gedacht, jetzt bist du einmal drin in der Mühle und da musst du jetzt durch. Und meine Frau, die war natürlich die ganze Behandlung an meiner Seite. Und es war schon ziemlich heftig, als ich dann diese chemischen Sachen da bekommen habe. Und mich hat es auch ziemlich durcheinander geschüttelt. Aber nach ein paar Tagen war das praktisch, habe ich das überwunden.
Durch einen zentralen Venenkatheter am Hals werden Ihnen Medikamente verabreicht und Sie bleiben mobil. Nutzen Sie jede Gelegenheit, sich zu bewegen. Auf der Station wird nun mit der Chemotherapie begonnen. Möglicherweise kommt noch eine Ganzkörperbestrahlung hinzu. Während der Therapie erhalten Sie eine Vielzahl von Medikamenten, die vom Personal genau dosiert werden muss. Für eine sachgerechte medikamentöse Therapie sorgt unter anderem auch unsere Stationsapothekerin. Während der gesamten Zeit der Chemotherapie haben Sie feste Tagesabläufe und ständige medizinische Überwachung. Nutzen Sie jede Gelegenheit, um Ihre Probleme oder Beobachtungen dem Personal mitzuteilen. So kann das geschulte Personal individuell auf Sie reagieren. Ein Mikrobiologe überwacht den Patienten und sein Umfeld, um möglichen Infektionen vorzubeugen, die den Verlauf der Stammzelltransplantation gefährden können. Strenge Hygienemaßnahmen und Schutz vor Infektionen sind unabkömmlich für eine erfolgreiche Transplantation. Ein Mikrobiologe ist daher ein wichtiger Bestandteil unseres Behandlungsteams. Nach der Chemotherapie erfolgt die Transplantation der Stammzellen durch den zentralen Venenkatheter. Und dann kam ja der Tag, wo man wieder neu geboren wird in Form von diesen Stammzellen. Und dann, dann habe ich mich sofort wieder, ich dachte, das ist doch Wahnsinn, was man machen kann, wie einem geholfen wird, wenn man den richtigen Spender findet. Also das war das. Auch wieder ein unbeschreibliches Gefühl, also diese Mixgefühle in den letzten, sagen wir mal, in den letzten Jahren, die ich da erlebt habe, das war Wahnsinn. Nun beginnt auch die Phase der Isolation mit keimfreier Ernährung, Luftfiltration und medikamentöser Infektionsprophylaxe. Besucher müssen nun Schutzkittel und gegebenenfalls Mundschutz tragen. Ja, es war schon eine große Hilfe, dass meine Eltern immer da waren. Es waren nicht nur meine Eltern immer da, sondern auch viele von meinen Freunden. Es hat mir schon sehr geholfen, dadurch, dass sie immer da waren, auch wenn wir stundenlang die gleichen Karten gespielt haben. Mit dem Tag der Entlassung ist ihr Immunsystem immer noch sehr geschwächt. Und eine vollständige Genesung kann noch Monate in Anspruch nehmen. Auf der Station kümmert sich eine ausgebildete Diätassistentin um ihre Ernährung, die unter den gegebenen Umständen speziell für sie zubereitet wird. Eine spezielle Ernährung nach der Transplantation ist notwendig. Eine Diätassistentin wird Sie diesbezüglich ausführlich beraten. Die Stammzelltransplantationstherapie endet nicht mit dem Aufenthalt in der Klinik. Zahlreiche Hilfsangebote von Seiten der Klinik oder ehemaliger Patienten stehen Ihnen zur Verfügung. Unsere Psychologen und Musiktherapeuten bieten Ihnen und Ihren Angehörigen auf Ihrem Weg durch die Stammzelltransplantation Unterstützung an. Wir freuen uns, wenn Sie die Klinik verlassen können. Wir wissen, dass der Weg durch die Stammzelltransplantation nicht einfach ist und wir werden versuchen, Ihnen diese Therapie so angenehm wie möglich zu gestalten. Sie ist die Chance, mit den modernsten medizinischen Erkenntnissen tödliche Krankheiten zu bekämpfen. Ich würde es wieder machen. Diese Stammzellentransplantation hat mir das Leben gerettet. Eindeutig.